Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich denke, ich habe gerade das Problem ganz gut gezeigt, was bestimmt viele von uns haben. Denn mit jeder Maschine, die man sich irgendwie holt, was ein anderes Akkusystem verwendet, braucht man immer mehr Ladegeräte. Und grundsätzlich, man hat irgendwie ein Ladegerät jetzt für das eine Gerät, dann habe ich in dem Fall jetzt noch ein Ladegerät für meine ganzen Akkus für das Soundsystem oder für das Tonsystem bei meiner Kamera. Ein Handy muss man auch immer in der Werkstatt laden. Und da fängt man halt irgendwann an, die Dinge überall in der Werkstatt verteilt hinzulegen. Und aus dem Grund will ich heute eine cool aussehende Ladestation bauen, die auch praktisch ist, die für alle meine Ladegeräte Platz schafft, die für meine kleinen Akkus hier Platz schafft, für diese Teile hier Platz schafft und vielleicht noch ein paar Geräte schön verstaut, wie zum Beispiel hier so ein Akkugebläse. Darum geht es im heutigen Video. Also wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbauen, beim Anschauen und bei allem, was jetzt noch kommt. Zuallererst platziere ich mir jetzt mal so die Werkzeuge, die ich noch unten in dieses Schrauberregal reinhängen möchte. Das sind in dem Fall ein paar Schrauber, so ein Gebläse und noch hier dieser kleine Schrauber. Und darüber sollen dann halt eben hier diese Ladegeräte an der Wand festgemacht werden. Die Kabelführung, da bin ich ganz gespannt, wie das am Endprodukt aussieht, am Endprojekt. Deswegen bleib am besten dran, damit du das auch siehst. Und genau. Das hier soll unten reinkommen und oben drüber sollen die Ladegeräte hinkommen und halt mit ein bisschen Stauraum für andere Sachen, die man dann dort noch verbaut und halt eben lagern möchte. Das Ganze soll in etwa hier in diese Ecke kommen, also auch mit French-Gliedwand-System. Derzeit ist das hier die einzige French-Gliedwand, die ich habe, aber eventuell kommt dann dieses komplette Ladeding an diese Wand. Aber hier werde ich es jetzt am Anfang mal aufhängen können. Das ist ganz praktisch bei diesem System. Dafür brauche ich erstmal geeignetes Plattenmaterial. Und da wird auch bestimmt irgendwo ein Stück dabei sein, was von den Abmaßen schon ganz cool ist. Das hier könnte ein bisschen klein sein. Oh, wir schneiden einfach die große Platte runter. Weil das Ding 90 cm lang wird, benutze ich jetzt hier eine Tauchkreissäge. Mit der mache ich dann die ablängenden Schnitte quasi. Ich schneide aber vorher hier noch kurz die Stirnseite ab, weil die vom Material her nicht mehr so schön ist. Das bietet sich hier auch immer direkt an, mal zu checken, ob der Winkel noch 90 Grad hat. Ja, ne, mit ein bisschen Fantasie. Ich habe erstmal hier die vier Bereiche aufgeteilt, wo später die Geräte hinkommen. Und jetzt muss ich natürlich noch die Tiefe bestimmen. Und ich habe das Ganze so gemacht, dass quasi ein Akkuschrauber mit einem Bit aufgespannt hier reinpasst. Und das bedeutet, wir müssen bei diesem Gerät bis hierhin. Bis hierhin. So, das sind die Abstände, wie wir sie machen müssen. Ich will mal ein bisschen die Arbeit erleichtern und hole mir dafür die Topfbohrer, damit wir quasi hinten eine schöne Runde, einen schönen runden, sauberen Ausschnitt haben. So als Zahl, wenn ihr einen normalen Akkuschrauber habt, dann sollte der 57er Durchmesser ganz gut kommen. Ein bisschen kleiner funktioniert auch, aber so 57 mm ist so der Anhaltspunkt, den ich jetzt hier benutze. Da passen so die meisten Akkuschrauber rein. Ups, da habt ihr mal gerade gesehen, wie es nicht funktioniert, aber das kommt halt einfach manchmal vor. Diese Lochsägen sind eben ein bisschen tückisch. Als nächstes wollen wir innen drin noch die Kanten schleifen, damit die auch schön aussehen. Und dafür hole ich mal hier meinen Spindelschleifer vor. Bis jetzt haben wir ja nur hier diese Löcher hergestellt und natürlich müssen wir jetzt das Ganze hier vorne aufschneiden, damit wir auch wirklich was reinhängen können. Und das machen wir an der Tischkreissäge, dann müsst ihr aber auf eine Sache gut aufpassen, damit ihr euer Teil hier nicht verschneidet. Wenn wir jetzt einfach unseren Schnitt machen würden, bis wir dann hier oben diesen Schnitt vollendet hätten und das Teil quasi raustrennen würden, dann müssen wir natürlich auch noch diesen Radius mit einberechnen quasi. Und denn dieser würde dann quasi viel weiter hinten in unserem Werkstück enden. Da gibt es zwei Sachen, die man machen kann. Das erste ist, das Kreissägeblatt einfach ein bisschen höher stellen, denn dann seht ihr schon, dass vorne dieser Radius ein gut Stück steiler wird. So können wir dann mehr mit der Kreissäge wegarbeiten. Das nächste, was wir machen können, ist einfach vor dem Schnitt aufhören und dann das letzte Stück, diesen letzten Zentimeter, mit der Bandsäge zum Beispiel fertig schneiden. Und genau so werde ich es hier in dem Fall auch dann tun.
denke, ihr habt gerade gut sehen können, dass ich hier schön langsam an das Ergebnis rangearbeitet habe. Und jetzt habe ich nur noch ganz, ganz wenig, was ich nachbessern muss. Also hier diese kleine Kante werde ich jetzt von Hand beischleifen. Dann sieht man da fast nicht mehr, dass da vorher nur ein Kreis drin war. Ich möchte jetzt nur eine kleine Rundung dran machen und dafür hole ich einen Radienfräser. Als erstes auf der Unterseite, denn wenn ich dort ein Stückchen zu tief fräse, wird man es später nicht mehr sehen. Und jetzt passen hier eure Geräte schon mal optimal rein. Hier passt mein kleiner Lüfter rein und hier passt der kleine Vorbohrer rein. Kleiner Tipp hier nochmal am Rande, ich schleife mal ganz gerne hier solche Teile auf einem Stück Leder, weil die vibrieren dann nicht so sehr und ihr macht euch die Unterseite nicht mehr dreckig. Das hier sind auch die Zwischenstücke, die werden jetzt hier so draufgeschraubt. Als nächstes will ich mich mal um die Stromverteilung kümmern. Das ist in dem Fall einfach eine normale Steckerleiste. Die soll aber auch irgendwie cool befestigt werden. Und ich will das Ding nicht einfach nur mit Lochband festkloppen. Das soll irgendwie cooler sein. Meranti könnte cool sein. Ich habe jetzt gerade hier dieses Stück Meranti zugehobelt und zugeschnitten. Das ist jetzt sowas wie eine Klemme. Und die werde ich jetzt einfach mit Holzleim in Position leimen. Das war viel zu viel Holzleim. Das verteilen wir jetzt schnell ein bisschen. Unser kleiner Winkel. Ihr seht, ich habe jetzt hier oben einen kleinen Rahmen, wo unsere Steckerleiste reinpasst. Und das können wir jetzt hier reinschieben und das passt hier auch echt sehr, sehr gut rein. Also das hier haben wir schon mal fertig. Als nächstes werden wir mal ein bisschen mit dem Kabelmanagement anfangen. Und ich denke, das ist das Besondere hier in diesem Fall. Denn ich werde die Kabel nicht verstecken. Ich habe mir nämlich hier solche, also eigentlich sind es Nagelschellen, aber in dem Fall sind diese Nagelschellen halt eben zum Schrauben. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Viel geiler als Nagelschellen. Genau, mit denen könnt ihr halt eben Kabel festschrauben. Sind vor allen Dingen praktisch, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen Kabelmanagement unter eurem Schreibtisch machen möchtet, weil die zum Kleben sind nicht so geil, aber die sind richtig gut. Denn ich möchte eben, dass man die ganzen Kabel von allen verschiedenen Ladegeräten, dass man die sieht. Und dass das funktioniert, werden wir jetzt erstmal hier mit dem Hauptkabel, mit der Zuleitung quasi von unserer Mehrversteckdose anfangen und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Also da werden wir relativ viele brauchen. Das hier sind auch schon die guten Teile. Schrauben sind auch mit dabei. Die werden wir auch brauchen natürlich. Und damit werden wir jetzt mal das Kabel Stück für Stück festmachen. Was mir in dem Fall nur wichtig ist, ist einfach, dass hier die Kabel nicht schief liegen, sondern immer schön gerade verlegt werden. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen brachial aus, aber ich denke, wenn das fertig ist, sieht das super cool aus. Ich schneide mir jetzt als erstes hier diese ganzen Lochbänder zu, denn damit befestige ich den Großteil von den Sachen, die hier drauf kommen. So, der kommt hier hin. Und gleich müssen wir dann auch schon mit der Kabelführung lang anfangen. Was halt irgendwie wichtig ist, man muss schauen, also ich will schauen, dass ich nicht über Kabel kreuze, also dass ich nicht Kabel kreuze. Aus dem Grund werde ich jetzt hier dieses Kabel, das ist ja relativ lang, hier lang legen und hier oben den Raum ausfüllen und das könnte dann ziemlich cool aussehen.
Ich habe die Kabel jetzt fertig verlegt. Das habe ich aber nicht so intensiv gefilmt, weil ich euch damit nicht langweilen will. Auf jeden Fall sind die Kabel jetzt verlegt und das bedeutet, dieses Teil ist fertig. Und jetzt mache ich kurz Platz, damit wir es auch direkt aufhängen können. Ich glaube, entweder man liebt dieses Design oder man hasst es. Also derzeit liebe ich es noch. Was halt auch cool ist, ich kann die Akkus mit einer Hand quasi rein und rausziehen, ohne dass ich immer das Ladegerät festhalten muss. Und wenn ich jetzt gehe, kann ich einfach direkt alles ausschalten, was so ein Ladegerät hier dann normalerweise weiterladen würde. Und das ist, würde ich sagen, mega cool. Ich habe hier noch einen Platz für meinen Kameraakku rangepackt, weil den muss ich ja auch relativ oft wechseln. Hier brauche ich jetzt noch passende Akkus für mein Mikrofon, mit dem ich hier auch den Ton aufnehme. Aber ansonsten habe ich hier direkt Zugriff auf die Akkus zu den passenden Geräten. Da kann ich jetzt hier schauen, okay, der ist noch voll. Okay, hier brauche ich jetzt einen. Das Ganze läuft jetzt. Und dann kann ich alles ganz entspannt laden. Und wenn ich dann laden möchte, kann ich alles einschalten. Ist das nicht cool? Das ist doch super cool. Und übrigens, das hier unten ist kein Scherz, aber das hier ist ein Handy-Ladegerät. Denn hier an diesem Batterieladegerät war unten noch ein USB-Stotzen und da konnte ich dann mein Handy dran anschließen. Also ich finde das Design von diesem Teil wirklich mega, mega cool. Ist halt, denke ich, wirklich arg Geschmackssache. Ich kenne das Ganze aus den Staaten von Casey Neistat, der hat das in seiner ganzen Bude so gemacht. Und so wie es jetzt hier ist, finde ich super, super cool. Und das hier sind auch solche Akkus und Ladegeräte, die ja nicht wirklich runter sollen, weil ich sie halt wirklich nur brauche. Von denen hier habe ich aber noch ein paar Ladegeräte, das heißt, die könnte ich theoretisch noch mitholen. Aber so hat jetzt alles wirklich seinen Platz und man kann es nicht mitnehmen. Mega, mega coole Sache. Und das soll es damit dann auch schon mit dem Video für heute gewesen sein. Ich freue mich mega auf deinen Kommentar und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Seid nicht zu hart mit der Kritik. Mir gefällt es. Ich denke, das hier ist, wie gesagt, Geschmackssache. Aber ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Danke, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.